Die ehemalige Bauersuchtfrau-Kandidatin Anna Heiser hält ihre Community auf Instagram stets auf dem Laufenden. Nun berichtet die Ehefrau von Gerald Heiser ihren Fans von Problemen mit ihrer Tochter Alina. Wenn sie etwas nicht bekommt, schmeißt sie sich auf den Boden und weint, als ob ihr jemand etwas Böses antun würde, so die junge Mutter. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass sowas jetzt schon beginnt, erklärt sie verzweifelt. In der Regel beginnt die Trotzphase bei kleinen Kindern zwischen dem ersten und dem zweiten Lebensjahr. Anna Heisers Tochter Alina feiert jedoch erst am 24. November ihren ersten Geburtstag, was die Ex-Bauersuchtfrau-Kandidatin ziemlich verzweifeln lässt. Manchmal erkenne ich meine Tochter nicht wieder, so ihre ehrlichen Worte. Doch Anna Heiser versucht trotzdem das Beste aus der Situation zu machen und erklärt, dass sie als Eltern einfach etwas Zeit brauchen, um sich auf die veränderte Situation einzustellen.